Mit einer kleinen Kiste, einer Parva Akella, fing alles an. In ihr soll der erste Rektor der Universität Heidelberg, Marsilius von Ingen, die wichtigsten Dokumente der neu gegründeten Ruperto Carola verwahrt haben. Die Kiste ist nicht erhalten, dafür aber kostbare Pergamente, die bis in die Anfänge der Universitätsgeschichte zurückreichen. Daneben verwahrt das Uniarchiv heute Amtsbücher und Prüfungsakten, aber auch Fotos, Flugblätter oder museale Gegenstände. Und im Lauf der vergangenen 625 Jahre hat sich einiges angesammelt. 4500 laufende Meter Regale. Uni-Archivdirektor Dr. Inge Runde und sein Team wachen über 625 Jahre Universitätsgeschichte. Wir haben eine Ersterwähnung, die sehr schön dokumentiert, dass am 8. Februar 1388 eine kleine Kiste in eine Archivtruhe gelegt wurde, in der die wichtigsten Dokumente untergebracht worden sind. Und diese Archivtruhe stand wiederum in der Heiliggeistkirche direkt hinter dem Hauptaltar. In dieser Schublade haben wir die beiden wertvollsten Dokumente zur Universitätsgeschichte. Das ist einmal die Gründungsurkunde des Pfalzgrafen. Wir haben die halt entsprechend abgedeckt, weil sie sehr lichtempfindlich ist. Hier ist die Schrift schon stark verblasst. Und zum anderen haben wir hier die Erlaubnis zur Universitätsgründung. Das musste der Pfalzgraf vorher beim Papst anfragen und entsprechend hier dieses Dokument. Die siegelgeschmückten Pergamente, die die Gründung der Ruperto Carola bezeugen, sind die kostbarsten Schätze des Archivs. In sogenannten Matrikelbänden wie diesem aus dem 16. Jahrhundert schrieben sich Studierende und Dozenten der Universität Heidelberg ein. Meist gelang es, wie beim großen Brand 1693, die Archivalien rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Ein Matrikelband, der in der Zeit im Gebrauch beim Rektor war, der ist verbrannt. Die älteren Matrikelbände sind zum Glück schon Anfang des 17. Jahrhunderts in das Archiv gewandert und mit diesem Archiv evakuiert worden. Unverzichtbar für das Gedächtnis der Universität ist auch das Heidelberger Gelehrtenlexikon, das von Dr. Dagmar Drüll-Zimmermann betreut wird. Es umfasst die Zeitspanne von 1386 bis 1986. Die bisher erschienenen vier Bände enthalten rund 3000 Lebensläufe akademischer Lehrer, darunter lediglich 19 Professorinnen. In den Biografien, Porträts und literarischen Quellen, die die Historikerin zusammenträgt, spiegeln sich Universitäts-, Sozial- und Zeitgeschichte. Ein Nachschlagewerk. Nicht nur für andere Wissenschaftler. In erster Linie natürlich die Personen, die sich mit den Professoren Biografien befassen, aber dann natürlich auch, wenn jemand über die Fakultäts- oder Universitätsgeschichte schreibt, sollte er auch vielleicht einmal einen Blick ins Heidelberger Gelehrtenlexikon werfen oder auch auf die Biografien werfen. Dann Genealogen, Familienforscher. Der Familien- oder Universitätsgeschichte gehen gelegentlich auch Besucher aus Amerika im Lesesaal auf den Grund. Der ist dienstags und mittwochs von 9 bis 18 Uhr und donnerstags bis 12.30 Uhr geöffnet. Täglich erreichen das Archiv rund 40 Anfragen aus der ganzen Welt, meist per Brief oder Mail. Es gibt natürlich immer rechtliche Grenzen, das heißt, eigentlich sind personenbezogene Unterlagen erst 10 Jahre nach dem Tod einsehbar. Von daher gesehen ist ohnehin eine Sperrfrist da drauf und derjenige müsste selber zustimmen, dass in seine Unterlage dann reingeschaut wird. Auch große Uni-Jubiläen haben im Archiv Spuren hinterlassen. Die Stadt Heidelberg gratulierte der Universität mit einer recht pompösen Urkunde. Die Universität selber führte einen Festzug durch die Stadt durch. Und hiervon haben wir einerseits einen Stich, der das Ganze dokumentiert. Andererseits gibt es auch Fotos und auch diese Fotos sind dann entsprechend im Archiv gelandet. Denn neben Urkunden oder Prüfungsakten umfasst der Bestand auch 14.000 Bilder. Künftig sollen sie über HeidiCon, die Heidelberger Bilddatenbank, verfügbar sein. Wir haben sehr unterschiedliche Träger. Bei digitalen Bildern ist das ein Problem und auch bei anderen Bildern, die sind vielleicht nach 10 Jahren schon, wenn wir zum Beispiel Papierabzüge haben, sind die nach 10 Jahren schon nicht mehr zu gebrauchen. Die größten Verluste erlitt das Archiv Ende des Zweiten Weltkriegs. Doch auch das Digitalisierungszeitalter stellt das Gedächtnis der Universität vor Herausforderungen. Das perfekte Speichermedium ist noch nicht gefunden. Grundsätzlich ist es so, dass eine CD nach 10 Jahren mehr als gefährdet ist. Von daher gesehen kann man sich auf sowas nicht verlassen. Man muss Festplatten nehmen und auch diese Festplatten wiederum spiegeln. Dann muss man gucken, dass die unterschiedlichen Formate entsprechend immer auf dem aktuellen Stand sind. Ansonsten kann es sein, dass man Dinge nicht mehr lesen kann. Man hat manchmal schon Probleme bei Word für DOS-Dateien, die dann in Word für Windows nicht mehr lesbar sind oder so etwas.
Das Archiv ist die Arche der Universität. Sie bewahrt ein wichtiges Stück der Vergangenheit auf dem Weg in die Zukunft.